Okay, der Apple HomePod. Moment, Moment, ich war noch nicht fertig. Der Apple HomePod der zweiten Generation. Ich habe mich wirklich sehr lange mit diesem eher kontroversen Apple-Produkt auseinandergesetzt, gerade weil es ja doch alles andere als reibungslos mit dieser Produktreihe lief. 2018 wurde der erste HomePod vorgestellt. Ende 2020 brachte Apple dann eine Mini-Version des HomePods auf den Markt, welche sich auch so viel besser als die normale Variante verkaufte. Sodass dann ein paar Monate später, genauer gesagt im März 2021, der Verkauf des normalen HomePods eingestellt wurde. Fast zwei Jahre später, nämlich jetzt im Jahr 2023, stellt Apple doch wieder ein HomePod-Produkt vor, und zwar den Nachfolger des eigentlich eingestellten normalen HomePods. Und das für einen Preis von 349 Euro. Wie ich finde, eine sehr komische Verkaufsstrategie, wenn man das überhaupt so nennen kann, vor allem für Apple. Okay, wenn man sich den neuen HomePod so ansieht, dann wird auf jeden Fall klar, also am Design wird es nicht gelegen haben, dass man dieses Produkt in der Vergangenheit eingestellt hat. Denn im Grunde sieht die 2023 Version des HomePods so wie sein Vorgänger aus. Naja, fast. Ein paar kleine Veränderungen gibt es schon, aber rein vom Formfaktor ist alles ziemlich identisch geblieben. Genauso wie die quasi fast komplette Ummantelung des Gehäuses mit Netzgewebe, was auch direkt zum ersten Unterschied im Vergleich zum Vorgänger HomePod-Modell führt. Denn neben der weißen Variante gibt es auch wieder eine dunkle Version des HomePods, die aber diesmal nicht in einem Space Gray Look daherkommt, sondern wie ihn Apple nennt, in einem Mitternachtfarbton. Also im Grunde schwarz mit einem Touch dunkelblau. Wie ich finde, eine sehr cleane und schicke Variante, die mir sogar besser gefällt als die weiße. Aber neben diesen Farbvarianten wurde auch noch am Stromkabel eine Verbesserung vorgenommen. Denn dieses ist nicht mehr fest verbaut, sondern kann entfernt werden, was bei der ersten Generation des HomePods ein ziemlich großer Kritikpunkt war, weil das dort nicht ging. Nun gut, das waren jetzt schon zwei von drei Optimierungen, die Apple beim Design ihres neuen alten Speakers vorgenommen hat. Die dritte und wahrscheinlich auch auffälligste ist beim Touchfeld bzw. dem Display oben. Denn dieses wurde deutlich vergrößert. Genauer gesagt ist es, und ich denke, ihr seht es ja auch gerade selbst, so groß geworden, dass die komplette Fläche, die Apple für das Touchfeld freigehalten hat, jetzt auch ganz bis zum Rand und Übergang des Netzgewebes mit Display gefüllt wurde. Meiner Meinung nach sieht das super schick aus, da jetzt, sobald man Siri aufweckt, das bekannte Farbspiel so viel größer und präsenter zu sehen ist, als noch im Vorgänger in diesem eher nur kleinen Kreis. Man merkt also schon, dass Apple hier versucht, ein paar Dinge bei der neuen Generation des HomePods zu verbessern. Nur wage ich zu bezweifeln, dass die bisher erwähnten dafür sorgen, dass das Produkt an sich in den Verkaufszahlen besser dasteht als noch der Vorgänger. Aber vielleicht sorgen ja die Optimierungen im nächsten Kapitel dafür. Ich spreche hier von den Features. Smart Speaker üblich brauche ich ja, denke ich, nicht mehr zu erwähnen, dass man auch mit dem HomePod alle möglichen Fragen stellen und Smart Home Aktionen durchführen kann. Die erste Neuerung ist also, dass Matter, der neue Standard für Smart Home Konnektivität, vom HomePod der zweiten Generation unterstützt wird, sodass dieser mit noch mehr Smart Home Zubehör bzw. Produkten kompatibel ist und keine Bridge mehr am Router benötigt wird. Außerdem besitzt er einen Luft- und Feuchtigkeitssensor verbaut, welcher es ermöglicht, die Temperatur im jeweiligen Raum, in dem sich der HomePod befindet, zu messen, sodass man diese dann erfragen kann, um zum Beispiel gegebenenfalls die Temperatur der Heizung anzupassen bzw. das, sofern man smarte Heizungsregler besitzt, automatisch anpassen zu lassen. Das war es aber noch nicht mit den neuen Features bzw. Sensoren. Denn es gibt noch einen zweiten neuen im Bunde, welcher kein geringerer als ein Geräuscherkennungssensor ist. Dieser achtet ständig und zuverlässig darauf, ob er irgendwelche Rauch- und Kohlenmonoxidalarme wahrnimmt. Tut er das, bekommt man eine Nachricht auf sein Smartphone, dass in der Nähe des HomePods ein Alarm losgegangen ist, was gerade dann nützlich ist, sollte man mal nicht zu Hause sein. Hier hat sich im Vergleich zum Vorgänger gut was getan. Und das nicht nur beim Klang an sich, sondern auch den verbauten Lautsprechern. Denn man setzt jetzt mit dem HomePod 2 neben dem 4 Zoll Tieftöner nicht mehr auf ganze 7, sondern nur noch 5 Hochtöner. Was im ersten Moment dafür sorgt, dass man denken könnte, der Klang wäre dadurch dann auch schlechter als im ersten HomePod. Nun ja, nur ist das nicht der Fall. Ich persönlich empfinde den Klang als sehr, sehr gut und muss auch zugeben, dass er meiner Meinung nach der aktuell beste in einem Smart Speaker ist. Und das durch sehr klare Höhen, ausgeprägte Tiefen und auch die Mitten sind wirklich gut. Auch wenn ich hier noch ein wenig mehr erwartet hätte.
Zudem kann der HomePod wirklich laut werden und klingt dann auch noch auf höchster Lautstärke, so gut wie auf jeder anderen auch. Es macht echt Spaß, mit diesem smarten Lautsprecher Musik zu hören oder sogar Filme zu schauen, wenn man ihn mit dem Apple TV koppelt. Ja, sogar das Erstellen eines Stereo-Paars ist möglich, wie auch bei den HomePod Mini-Modellen, sofern man natürlich logischerweise zwei HomePods bei sich hat. Was ich noch ziemlich cool finde, ist Computational Audio. Ein Feature, welches durch den Apple-Chip im HomePod dafür sorgt, dass in Echtzeit die Akustik optimiert wird. Genauer gesagt werden komplexe Abstimmungsmodelle ausgeführt, um die akustische Performance bis zum Maximum auszureizen und immer die volle Dynamik des Klangs zu bekommen. Dazu kommt dann noch die Raumerkennung, durch die der HomePod dank den verbauten Mikrofonen anhand von Schallreflexionen immer weiß, wo er sich im Raum befindet, sodass der Klang auch hier immer entsprechend angepasst wird. Zu Recht darf man sich jetzt fragen, warum ich denn jetzt am Ende das Wort Problem in den Mund nehme, obwohl sich bisher alles unglaublich gut angehört hat. Nun ja, wo fange ich da bloß an? Zuallererst ist es so, dass man noch immer ein Apple-Produkt, zum Beispiel ein iPhone oder iPad benötigt, um diesen smarten Speaker von Apple überhaupt erst einrichten zu können. Ähnliche Produkte von zum Beispiel Google oder Amazon lassen sich mit jedem Tablet oder Smartphone auf dem Markt einrichten, wodurch sie auch eine viel breitere Masse ansprechen. Apple spricht dahingegen nur die Leute an, die eines der beiden gerade erwähnten Produkte besitzen. Dazu kommt, dass mit dem HomePod Apple typisch einem auch nur Siri als Sprachassistent zur Seite steht, die im Vergleich zu einem Google Assistant oder Amazons Alexa, ich möchte nicht sagen dümmer, aber einfach nicht so allwissend und smart wie die anderen beiden Alternativen ist. Das waren aber bisher eher zwei größere Punkte, die die breite Masse davor abhalten, sich einen HomePod zuzulegen. Aber es sind eben auch die Kleinigkeiten, die dafür sorgen. Noch immer kann man hier seine Musik nur über Umwege auf dem HomePod hören, da Apple natürlich im Best Case auch möchte, dass man ihren eigenen Anbieter Apple Music nutzt. Ich meine, ja, man kann schon Musik über Spotify auf dem HomePod hören, allerdings eben nicht so einfach, wie es gehen könnte, beziehungsweise auch mit Apple Music geht. Selbst wenn man Siri sagt, sie soll Musik über Spotify spielen, bekommt man die Antwort, dass diese Aktion nicht unterstützt wird. Sodass ich wirklich im Zwiespalt mit meinem Fazit bin. Denn auf der einen Seite ist der HomePod ein wirklich sehr gutes Produkt und auf der anderen Seite hat Apple Entscheidungen getroffen, die dafür sorgen, dass ich es verstehen kann, dass sich viele Leute von diesem fernhalten. So wirklich gibt es für den HomePod also eigentlich nur eine einzige Zielgruppe, und zwar die Leute, die komplett in Apples Ökosystem sind und vielleicht aus diesem auch in naher Zukunft gar nicht heraus möchten. Einen smarten Speaker haben wollen, mit welchem sie aber hauptsächlich nur Musik über Apple Music hören, was durch den sehr guten Klang auf jeden Fall Spaß macht und mit der Intelligenz von Siri zufrieden sind. Für alle anderen Leute fällt es mir echt schwer zu sagen, ja, ich kann euch dieses Produkt empfehlen. Allerdings müsste Apple nur eine einzige Sache einführen, und zwar, dass man den HomePod mit egal welchem Smartphone oder Tablet einrichten und nutzen kann, und die ganze Sichtweise auf Apples Smart Speaker verändert sich und ich würde vielleicht auch nicht mehr so sehr von einem Problem mit dem HomePod sprechen. See you!